Er sättigt den Hungrigen, er löscht den Durst der Durstigen, er belohnt den Wohltäter, sein Geben ist gewährleistet, seine Gunst überhäuft uns. Sein Tun ist stets offen, er ist edel, nachsichtig und allgroßzügig. Er wird von dem Ertrinkenden gerufen. Er wird von den Umherirrenden und Gefangenen gerufen. Er ist nah. Seine Erleichterung geschieht in einem Augenblick. Wenn der Besiegte ihn anruft, wandelt sich seine Niederlage zum Sieg. Er ist über unsere Taten allkundig und trotzdem verdeckt er sie. Er weiß über unsere Sünden Bescheid und trotzdem vergibt er uns. Er ist nah. Er ist der Ruhmreiche, der Gütige, keiner ist ihm ebenbürtig. Er ist seinem Diener näher als dessen Schlagader. Er ist nah. Er ruft die Ungehorsamen zur Reue. Er öffnet seine Tür für diejenigen, welche um Vergebung bitten. Er erledigt die Angelegenheiten der Bedürftigen. Die Sonne und der Mond. Die Sonne und der Mond sind aus dem Licht seiner Weisheit und das Land und das Meer sind aus dem Überfluss seiner Gunst. Die Vögel preisen ihn. Das Biest lobt ihn. Die Welle verherrlicht ihn. Die Fische führen vertrauliche Gespräche mit ihm. Die Ameise verehrt ihn. Die Bienen lobpreisen ihn in ihrem Bienenstock. Subhanallah, die Menschen widersetzen sich ihm offenkundig und trotzdem verdeckt er sie. Die Menschen vergessen ihn, aber Allah Ta'ala vergisst sie nicht. Subhanallah, Allah Akbar. Wie gütig und gnädig Allah Subhanahu wa Ta'ala mit uns ist. Teuerste, Subhanallah, Allahu Akbar. Wir wissen, dass unsere wahre Bleibe nicht hier im Dunya ist. Aber dennoch im Unterbewusstsein verdrängen wir diesen Gedanken und beschäftigen uns sehr ungern mit dem Tod. Der Tod ist eine unausweichliche Realität, eine unausweichliche Wahrheit. Wir wissen nicht, ob wir morgen reich werden oder arm werden, ob wir uns dies oder jenes kaufen können. Wer weiß, wir wissen nicht, ob wir den Job bekommen oder diesen Mann heiraten können, oder diese Frau. Allahu a'lam. Vielleicht. Aber eins steht fest, wir wissen alle, wir werden sterben. Und das ist eine Realität, die uns wirklich dazu verleiten sollte, viel tiefer darüber nachzudenken, als nur dem Dunya hinterherzurennen, dem weltlichen Dingen, dem materiellen Dingen. Wenn ihr merkt, dass euer Iman sinkt, beschäftigt euch mit dem Tod. Hört genau hin und lasst euch ermahnen. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dieser Sura At-Takathur sinngemäß: Im Namen Allahs, des Albamas, des Barmherzigen, das Streben nach mehr lenkt euch so lange ab, bis ihr die Gräber besucht. Aber nein, ihr werdet es bald erfahren. Wiederum, aber nein,
ihr werdet es bald erfahren. Aber nein, wenn ihr es nur mit Gewissheit wüsstet, gewiss werdet ihr Al-Jahim sehen. Dann werdet ihr sie bestimmt mit dem Auge der Gewissheit sehen. Dann werdet ihr an jedem Tage nach dem Wohlstand befragt. In einem Tafsir zu dieser Sura heißt es sinngemäß: Diese herrliche Sura hat an ihrem Anfang und Ende einen wahrhaftig majestätischen Rhythmus. Mit diesen rührenden Worten rüttelt Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen zur Wachsamkeit und stellt die Realität seines Daseins vor Augen, damit er nicht am Ende überrascht sein wird, wenn er im Grab liegt. Dies ist die Gewissheit, wovon manche Menschen nicht hören wollen. Diejenigen, die dies tun oder überhaupt nicht daran glauben wollen, müssen mit einer schmerzlichen Strafe im Höllenfeuer in Al-Jahim rechnen. Am Tage des jüngsten Gerichts werden wir nach allem befragt werden, auf die Allah subhanahu wa ta'ala für seine Gnade gedankt haben. Rabi' ibn Khuthaym, rahimahullah, ein Tabi'i, legte sich ein Grab in seinem Zuhause zu, um sich mehrmals am Tag hineinzulegen, damit er dauerhaft dem Tode gedenkt, und sagte: Wenn sich das Gedenken an den Tod von meinem Herzen trennt, dann werde ich mein Herz mit Unheil füllen. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, hat einmal zu den Gräbern hingeschaut, stieg vom Pferd ab und verrichtete zwei Raka'at. Man sagte zu ihm: Das ist eine Handlung, die wir vorher nicht von dir gesehen haben. Daraufhin sagte er, radiyallahu anhu: Ich gedachte gerade den Bewohnern der Gräber, die durch den Tod verhindert worden sind, gute Taten zu vollbringen. So verrichtete ich zwei Raka'a, um Allah näher zu kommen, solange die Zeit da ist, bevor ich zu denen gehöre. Abu Dharr, radiyallahu anhu, sagte: Soll ich euch über meinen Tag, an dem ich arm sein werde, berichten? Das ist der Tag, an dem ich ins Grab gelegt werde. Abu Darda, radiyallahu anhu, Hakim hadihi al-Umma, saß öfters bei den Gräbern. Er wurde darüber gefragt. Daraufhin antwortete Abu Darda, radiyallahu anhu, folgendes: Ich sitze mit einem Volk, das mich an meine Verabredung mit Allah erinnert. Und wenn ich sie verlasse, dann lästern sie nicht über mich. Ja'far ibn Muhammad, radiyallahu anhu, ging abends immer zu den Gräbern und rief: O Gefährten der Gräber, was ist mit euch, dass ihr mir keine Antwort gibt, wenn ich euch rufe? Dann gab er sich selbst eine Antwort und sagte: Wahrlich, sie sind durch den Tod gehindert worden, und bald wird es so sein, dass ich wie sie sein werde. Dann setzt er mit dem Gebet fort bis zur Morgendämmerung. Liebe Geschwister, du und ich, wir werden eines Tages genauso zu den Toten gehören. Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, sagte zu den anwesenden Leuten, die mit ihm saßen: Ich verbrachte die Nacht mit dem Gedanken an die Gräber und deren Bewohner. Da frage ich mich und euch: Wann haben wir uns das letzte Mal zurückgezogen und über den Tod und das Grab nachgedacht und mit uns selber abgerechnet? Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, sagte zu den anwesenden Leuten, die mit ihm saßen: Ich verbrachte die Nacht mit dem Gedenken an die Gräber und deren Bewohner. Wenn du den Toten nach 3 Tagen in seinem Grabe siehst, verabscheut dich dies wegen seines Anblicks, obwohl du dich durch ihn damals geborgen fühltest. Und sein Körper, der von Insekten bewohnt und von Würmern durchdrungen ist, Rost und Eiter fließen in seinem Inneren. Der Geruch hat sich verändert und sein Leichentuch ist verkommen. Das alles, nachdem er duftete und rein aussah. Er setzte die Beschreibung über den Toten fort, bis er nicht mehr konnte, schrie und fiel in Ohnmacht. Wann haben wir uns das letzte Mal zurückgezogen und so nachgedacht wie Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, über den Toten, über unseren Abgang, über das, was mit uns passieren wird im Qabr, im Grab, liebe Geschwister? Viele von euch haben Angst vor der Dunkelheit des Nachtes. Was ist mit der Dunkelheit des Grabes, liebe Geschwister? Und deswegen gebe ich euch einen Rat von Malik ibn Dinar, rahimahullah, der sagte: